So, Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part von Rise of the Ronin. Weiter geht's in Edo. Ei. Ryoba. Von Takas Tod hast du schon gehört. Ich kann einfach an nichts anderes denken. Seit unserem ersten Treffen in Yokohama hat sie viel für uns getan. Und Spaß hatten wir im Freudenviertel auch. Aber sie war doch nie eine normale Geisha, oder? Nein, definitiv nicht. Sie wusste um die Gefahr, als sie Fumi zur Flucht verhalf. Sie kannte die Konsequenzen. Und tat doch das Richtige. Das Problem ist halt einfach ja, dass der blaue Dämon der große Wichser hier ist. Blume, aber konnte stechen wie eine Biene. Was ist sie, Muhammad Ali? Wenn ich etwas für Japans Zukunft erreichen will, muss ich mir ein Beispiel an ihrem Mut nehmen. Ja, definitiv. Gensri sitzt schon an einem neuen Plan. Doch ich brauche Zeit, um meine Gedanken zu sortieren. Wieso besuchst du nicht Takas Grab? Es befindet sich hier im Saihoji-Tempel. Schauen wir uns definitiv an. Oh, da. Hey. Wer ist das eigentlich? Du weißt es also. Nun gut, lass uns für sie beten. Das kannst du dir für später aufheben. Nicht hier und nicht jetzt. Also echt, kann ich auch gleich abstechen. Taka, bitte verzeih mir, aber ich fürchte, ich kann nicht lang bleiben. Ich habe meine Pflicht zu erfüllen. Welche Pflicht, Alter? Ich beabsichtige, sowohl die Macht des Adels als auch die des Kaiserhofs unter dem Shogun zu bündeln. Außerdem will ich unser Militär stärken und ein neues Abkommen aushandeln. Okay. Ein gerechteres, das sowohl die Bürger als auch den Wohlstand unseres Landes schützt. Bist du einsam, liebste Taka? Halte durch. Du wirst nicht mehr lang auf mich warten müssen. Und wenn ich wieder bei dir bin, dann werde ich dir die schönste Haarnadel schenken, die du je gesehen hast. Hm. Ja. Okay, Bruder. Gut. Mit der Haarnadel holte sich alle auch nicht zurück, ne? Ja. Ninja. So, Freund, wie machen wir weiter? Gensri ist mit seinem Plan so gut wie fertig. Wir warten nur noch darauf, dass alle hier sind. Seit Gensri Meister Shoins letzten Willen gelesen hat, ist er fest entschlossen, ein neues Japan zu schaffen. Ich glaube, dass er einen offenen Angriff auf die Männer des Roten Dämons plant. Was sagst du? Bist du dafür bereit? Natürlich, Alter. Gut, gehen wir es gemeinsam an. Hat er eine Gitarre am Kopf, Alter? Ah, am Kopf, am Rücken. Ja, tatsächlich, das ist tatsächlich eine Gitarre, Alter. Rio, sieh dir das an. Sie alle sind hier, um uns dabei zu helfen, den roten Dämon zu besiegen. Ein wahrlich beeindruckender Anblick. Zunächst
möchte ich jedem von euch dafür danken, dass ihr euch uns anschließt. Wir kommen alle aus verschiedenen Lehen, aus Orten mit eigenen Bräuchen und unterschiedlichen Loyalitäten. Okay. Für wahr, manche unserer Clans waren vor langer Zeit sogar verfeindet. Doch haben wir unsere Differenzen überwunden und uns nun zusammengefunden. Das ist ein großer Verdienst von Meister Shoei. Im Namen aller Unterdrückten müssen wir in den Kampf ziehen. Wir dürfen das Opfer Meister Shoeis nicht vergessen. Und auch nicht das der vielen anderen, die leiden mussten. Wir werden dieser Dunkelheit ein Ende bereiten. Und endlich können wir den roten Dämon göttliche Vergeltung spüren lassen. Okay. Gerüchten zufolge lauern überall um die Burg herum Häscher. Vielleicht solltet ihr mehr Wachen aufstellen. Ich habe so viele Wachen, wie das Shogunat mir stellt. Soll der oberste Minister etwa die Regeln missachten? Ja, da bin ich mal gespannt, Alter. Oh shit, Alter. Macht euch bereit! Da kommen sie! Ei, das wird ein Gemetzel, Alter. Jetzt im Endeffekt stürzen wir ja trotzdem der Shogunat, also eigentlich war es wurscht, was wir da gemacht haben vorher. Naja. Der rote Dämon ist der Letzte! Schnell! Schon wieder so die Zeit vergangen, als ich das letzte Mal gespielt habe. Funktioniert ganz gut, Alter, mit dem Counterpunkten jetzt mittlerweile. Ein Fürst. Ihr müsst fliehen. Der Fürst sitzt da einfach in der Box, Alter, wie so eine Katze, die aus dem Tierarzt gebracht wird, Alter. Ey. Miguel. Du. Ich. Ein Angriff auf mich ist ein Angriff auf Shogunat. Ich werde es dir nicht leicht machen. Oh, das will ich ja auch hoffen, Alter. Na komm schon. Okay. Ja, aber da sei das. Ja.
LOL, Alter. Er war aber mit Lorna Zorro, oder? Wupp. Ich bin ja tot, Alter. Oh, der blaue Dämon! Was tust du hier? Ich habe dich nicht gerufen. Richtig. Und dennoch bin ich auf eigenem Wunsch hier. Du Fotz, Alter. Einem Mann steht es zu, selbst zu wählen, wo er stirbt. Erwarte keinen Dank. Zusammen. Da bist du! Mana! Ihr macht den anderen. Ach, Mist. Digga, einfach Zorro Move, Mann. Ah. Ich nehme mal so. Oh lol. Mir ist klar, Alter. Digga. Wie lange ist er euch denn? Komm näher. Ich kriege einfach die Fresse, Alter, weil ich immer mit dem Fliege. Wieder und wieder hast du mich verletzt. So. So, jetzt komm her und lass dich fisten, du Drecksau. Komm her. Ach du Scheiß, Alter. Na, komm her. Ach Mist, verkackt, Alter. Ja, ja. Diese Fehde endet hier. Jetzt gerade verkacke ich die Dinger wieder richtig, Alter. Nein, das war unfair, Alter. Du Scheiße, Alter. Oi. Hopp. Fick dich, du Klabusterbeere. Schicksal. Getötet von einer verborgenen Schneide, deren Zwilling schon tot ist. Ist aber nicht. Ich kann den Schwur, ihn ewig zu schützen, nicht halten. Ich bin hier schwer beschäftigt. Alles andere hängt von dir ab. Okay.
Ohne zu zögern, wegen ihm ist Tucker gestorben. Komm. Versuch es nur. Ah, Alter, provozier mich, Mann. Hat funktioniert. Guter Versuch, werde ich gesagt, oder? Im März 1860 wurde der rote Dämon vor dem Sakurada-Tor der Burg Edo getötet. Wäre eine gute Frage, ob das so große Sie Folgen hat. Die Handelsgespräche seien unterbrochen worden. Und das glaubst du denn einfach, ja? Dann red du doch mit dem. Ich für meinen Teil hänge an meinem, weißt du? Moment, wer seid ihr? Zeit zu sterben! Ja. Ja, das sind halt die Folgen, die was daraus entstehen. Die Egländer werden in diesem Land abgemuxt. Wollte ich eigentlich nicht, weil ich eigentlich, ja, wie sagen, unparteiisch bin. Als Folge dieses Vorfalls hat das Shogunat an Autorität verloren, während die rebellischen Samurai immer mehr an Ansehen gewann. Der Einfluss der Vereinigten Staaten, den I-1 stärkte, wurde schwächer und hinterließ eine Lücke, die die Briten zu füllen wussten. Oh Gott, die Amis sind jetzt weg und die Briten kommen, oder was? Okay. Bestärkt vom Triumph am Sakurada-Tor planen Kusaka und seine Verbündeten den nächsten Zug zur Vertreibung der Fremden. Okay. Bin gespannt, was da noch kommen kann. Ist schon gut. Braver Junge. Ja, genau, das funktioniert so einfach. Ne? Hey, was soll das denn? Was ist heute nur los mit dir? Na, hallo. Tut mir leid. So ein braver Junge. Na komm, gehen wir. Mistkerl. Du hast Glück, dass ich dich verschont habe. Hey, deine Mordgelüste sind hier völlig fehl am Platz. Die Stimme kommt mir unheimlich bekannt vor, Alter. Ich glaube, das ist die Stimme von Trunks, Alter. Kann das sein? Wirkt zumindest so, ne? Interessant, Alter. Na, Freunde, wir sehen uns aber am nächsten Part. Servus.